Ich will kurz am Anfang was über Bitcoin im Allgemeinen erzählen, dann im zweiten Teil über die Grundlage, also was ist eine Blockchain eigentlich? Und im dritten Teil dann noch, was kann man noch mit Blockchains machen außer Bitcoin? Also Bitcoin ist ein Zahlungssystem, was im Internet funktioniert. Es ist dezentral, das heißt, es gibt keine zentrale Abwicklungsstelle, es gibt keine Bank, keine Firma, keine zentrale Stelle, sondern es ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, in dem Transaktionen hin und her geschickt werden und dann auch abgespeichert werden, nämlich in der Blockchain. Die Teilnahme ist nicht reguliert, das heißt, jeder kann teilnehmen, also Voraussetzung ist, man hat einen Computer oder ein Mobiltelefon, ein Smartphone, genauer gesagt, und die entsprechende Software und Internet. Ohne Internet geht es leider nicht. Und eins für mich der zentralen, also der zentrale Punkt ist für mich, dass Zahlungen nicht verhindert werden können. Also wenn ich am Netzwerk teilnehmen kann, weil ich Internet habe, dann kann ich auch jemand anders Geld überweisen oder Bitcoin überweisen. Und das war schon mal relevant für WikiLeaks zum Beispiel. Denen wurde nämlich von der US-Regierung das Empfangen von, oder es wurde Mastercard und Visa, den Kreditkartenfirmen, verboten, für WikiLeaks Zahlungen entgegenzunehmen. Und dann konnte WikiLeaks sich mit Bitcoin über Wasser halten. So, das ist also das Problem, was Bitcoin löst. Man kann Zahlungen machen, entgegennehmen, ohne sich einer Bank oder sonst wem ausliefern zu müssen. Jetzt wird es technisch. Was ist eigentlich diese Blockchain? Dazu will ich kurz erklären, was Prüfsummen, beziehungsweise ich werde es jetzt nur noch Hashes nennen, sind. Ein Hash-Algorithmus zeichnet sich dadurch aus, dass er einen Input beliebiger Länge, also eine beliebig große Datei, einen beliebig großen String, in einen Output fester Länge umwandelt und für einen Computer einfach zu berechnen ist. Das sind jetzt grundsätzliche Hashes oder Prüfsummen, aber für kryptografisch relevante Hashes braucht man noch ein paar mehr Eigenschaften. Nämlich, er muss kollisionsresistent sein, das heißt, also wir haben auf jeden Fall Kollisionen, denn wir haben auf der einen Seite eine beliebig große Menge beliebig großer Inputs und auf der anderen Seite eine feste Länge. Das heißt, es wird immer mehr Inputs geben als mögliche Outputs. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Kollisionen. Es muss nur so sein, dass dieser Algorithmus diese Kollisionen schwer zu finden macht. Und er muss versteckend sein. Also das bedeutet, dass aus dem Output kann ich nicht heraus zurückrechnen, was der Input war. Warum das wichtig ist, dazu kommen wir gleich. Und ich habe das Gefühl, ich habe doch mehr Zeit, als ich brauche. Hier ein Beispiel. Also SHA-1 ist so ein Hashing-Algorithmus, Secure Hashing Algorithm 1 heißt der. Da habe ich zwei Inputs. Einmal Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Also die Beispiele sind aus der Wikipedia. Und das hat den Hash, den man da drunter sieht, also 6, 8, AC und so weiter. Und dann endet man ein Bit, nämlich dass da Granz statt Franz steht. Und dann hat man einen komplett anderen Hash, der dabei rauskommt. Das ist sozusagen die Eigenschaft, ja, ich weiß nicht, das war jetzt keine der Eigenschaften, aber es ist wichtig, dass was ganz anderes rauskommt. Also es wäre wahrscheinlich Hiding in dem Fall. Es ist so, dass dieses Hiding auch nicht immer funktioniert. Also wenn ich weiß, was die Inputs sind, also wenn es nur True oder False gibt und ich habe dann den Hash von beidem, dann kann ich auch mir selber ausrechnen, was der Hash für True und der Hash für False ist. Deshalb, das mit dem Hiding erfordert dann noch, dass man da noch Zufallszahlen mit dranhängt. So, was ist ein Block in der? Also das war jetzt Hashes, da kommen wir gleich nochmal drauf. Jetzt erstmal, was ist ein Block in der Blockchain? Der hat Header, das ist zum Beispiel die Blockhöhe, das heißt, das ist quasi die Zahl des Blockes oder die, ich weiß gar nicht. Also 0 war der erste Block und wir sind jetzt bei 300.000 irgendwas. Also das ist sozusagen, das ist die Stelle in der Kette, genau. Also die Stelle in der Kette bezeichnet man als Blockhöhe. Der Block enthält auch einen Hash auf den vorherigen Block, außer der erste Block, der Genesis-Block heißt. Und der Block enthält die Transaktionen, die in ihm, ja, die in ihn reinkopiert wurden, über die dann der Hash gebildet wird.
Genau, und jetzt kommen wir, also H ist in dem Fall die Hash-Funktion, die hasht über den gesamten Block inklusive, also jetzt ganz rechts anfangt, über den gesamten Block inklusive des Previous Hashes vom vorherigen Block und so bildet sich die Kette, also eigentlich bildet sie sich umgekehrt, sie fängt links an, da ist der erste Block, der hat noch keinen Hash, beziehungsweise der hat einen Hash, aber der Hash ist im nächsten Block und diese Hashes verketten sozusagen diese Blöcke miteinander. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ihr guckt so Fragezeichen behaftet. Ist es verständlich? Okay. Ja, also ich meine, dieses Data, was da steht, das ist sozusagen, das sind die Transaktionen. Und darüber ist halt noch der Header und der Hash geht halt über die Daten inklusive des Hashes. Also der Sinn der Sache ist, dass wenn ich irgendwas an den Daten verändere, ich das hinterher feststellen kann, weil der Hash sich dann ändert. Ja. Jetzt kommen wir schon zu anderen Sachen. Also mit Bitcoin kann man nur Transaktionen, nur Geldtransaktionen machen. Man kann noch Dinge tun wie 2 von 3 Transaktionen, also dass 2 Unterschriften gebraucht werden aus einem Set von 3, aber sehr viel mehr ist da nicht zu machen. Man kann halt Transaktionen machen von A nach B. Hingegen in Ethereum, was auch eine Blockchain-basierte Technologie ist, kann man beliebige Programme ausführen, deren Output dann auch in der Blockchain abgespeichert wird. Und bei Zcash, also Zcash ist noch eine relativ neue Technologie, die noch nicht mal als Mainnet, also noch nicht in Production ist sozusagen, da wird es möglich sein, wirklich anonyme Zahlungen zu machen, denn mit Bitcoin sind nur pseudonyme Zahlungen möglich. Und, achso, ja, das waren die 2 Slides. Wo kann man mehr erfahren? Es gibt leider nur oder fast nur englischsprachige Quellen. Also 2 Bücher, die ich empfehlen kann, ist Mastering Bitcoin und Bitcoin and Cryptocurrency Technologies. Das basiert auf einem Coursera-Kurs, den man auch gratis belegen kann, der auch sehr gut ist. Eine deutsche Quelle ist ein Podcast, den ich selber mache, der heißt Bitstaub, beschäftigt sich nur mit der Technologie hinter Bitcoin. Und die Wikipedia-Seite ist tatsächlich auch sehr gut. Die habe ich auch als Vorbereitung für diesen Talk gut verwenden können. Ja, jetzt Fragen. Danke. Genau, erstmal danke. Ja, ich komme mit dem Mikro rum. Genau, das ist so eine Frage, die ich mir eigentlich immer noch stelle. Was ist die Unterscheidung zwischen Pseudonymisierung und Anonymisierung bei Währungen? Also ist es bei Bitcoin so, dass du ein wirkliches funktionierendes Pseudonym verwenden kannst? Das heißt, du hast einen Identifier, aber du bist nicht anonym, es sei denn, das Pseudonym lässt dich auf dich schließen. Und bei Zcash gibt es nicht mehr einen Identifier? Ja, oder? Also bei Zcash gibt es 2 Adressen. Es gibt einmal öffentliche Adressen, wo man auch sehen kann, wenn da Zahlungen ein- oder ausgehen. Aber man hat auch noch einen Set von geheimen Adressen. Die kann man natürlich, oder die muss man auch Leuten geben, damit sie einem was schicken können. Aber ein Dritter kann dann nicht sehen, wem da was geschickt wurde. Also wenn man so einen Block Explorer hat, da kann man sich ja mal angucken, wer hat wann wem was geschickt. Da steht dann nur noch Input unbekannt, Output unbekannt und Adressen, also Menge des Geldes unbekannt und auch wer wem was geschickt hat, ist auch versteckt, anonymisiert tatsächlich. Während es bei Bitcoin so ist, dass man ja sich in seiner Wallet, heißt die Software, die man auf dem Computer installiert, da generiert man sich ein Schlüsselpaar, einen Public Key und einen Private Key und mit dem Private Key signiert man Transaktionen und der Public Key ist die Adresse, auf die überwiesen wird. Also das ist die, und wenn die halt einer Person zuzuordnen ist, dann, ja, dann ist man de-anonymisiert. Ich hätte noch eine Frage, wenn niemand anders noch eine Frage hat. Nee. Wie siehst du denn, es gibt ja so unterschiedliche Perspektiven auf so digitale Währungen und auch anonymisierende Währungen. Siehst du darin einen gesellschaftlichen Mehrwert, der durch die Veränderung entsteht? Oder, also ich will das jetzt gar nicht werten, das muss ja nicht so sein, aber vielleicht siehst du einen. Na, wir
Also ich sehe auch in normaler Privacy einen gesellschaftlichen Mehrwert, also natürlich auch in der Privacy für Zahlungen. Ja, klar. Also es gibt natürlich auch Gefahren, aber in der Regel kann man die in der Realwelt sozusagen dann bekämpfen, diese Gefahren, und muss sie nicht in der Internetwelt bekämpfen. Also das gibt ja immer Übergänge, wo, wenn es zum Beispiel um Waffenhandel geht oder um Korruption, dann gibt es da immer eine Person, die dann etwas tut, was nicht in Ordnung ist. Und da kann man ja dann immer noch das, was man verhindern will, als Gesellschaft verfolgen. Wenn es gerade niemanden gibt, dann habe ich auch noch eine Frage, nämlich, ja, bist du Bitcoin-Millionär? Nein. Ich habe alle Bitcoin in Ether umgesetzt vor einigen Monaten. Weil, oh, da habe ich tatsächlich ein paar, 40.000 oder so. Was hast du, 40.000? Dogecoin, aber die sind nichts wert. Also, die war. Okay. Nee, mich interessiert die Technik. Ich spekuliere nicht, ich interessiere mich kaum für den Aktienkurs. Ich finde die Technik faszinierend. Okay, könnte natürlich nochmal ein Bitcoin, also den, hast du die, ja, irgendeine Visualisierung oder so weiter nochmal von einem Coin, dass man nochmal diese schöne Hashkette sieht. Aber ansonsten, habt ihr noch Fragen? Sehr schön. Ich glaube, da kommen alle später zu dir und ja, gerne. Also kommen mit ihrem Wallet an und haben nochmal speziellere Fragen. Ansonsten erstmal danke und okay. Ja, lass klimpern. Danke.